Der zweite Vortrag geht über die Benutzerdatenbank. Dankeschön. Die Benutzerdatenbank ist ein Stück Software, welches hier im Raum Zeitlabor läuft. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon damit zu tun gehabt, zumindest einmal in eurem Leben und habt es dann gleich wieder vergessen, sowohl dass sie existiert als auch euer Passwort zum Anmelden. Die Benutzerdatenbank ist im Wesentlichen eine MySQL-Datenbank, in welcher ein Benutzername, das ist euer Nickname jeweils, ein Passwort und insbesondere eine PIN gespeichert sind. Die hat noch mehr Felder, aber in den allermeisten Fällen sind diese Felder nicht ausgefüllt. Und um zu zeigen, was man damit alles so machen kann, gehe ich das hier auch mal kurz durch. Auch um diejenigen, die noch kein Mitglied sind, dazu zu bewegen, zu verstehen, wie das funktioniert. So, wenn ich also in meinem Browser die URL blackbox.raumzeitlabor.de/benutzerdb/ eingebe, dann gibt es hier diese wunderbare Seite. Und angenommen, ich habe noch keinen Account, dann klicke ich hier auf Registrieren. Man kann jetzt hier einen Nickname eingeben. Ich gebe jetzt hier mal einen Vortrag-Test und als Passwort ein ultrageheimes Passwort, was... Genau, okay. So, nun habe ich mir einen Account erstellt. Wie ihr seht, ging das unglaublich schnell. Und jetzt gibt es hier in der Benutzerdatenbank, ich mache das hier mal weg, genau eine Funktion, und zwar PIN anzeigen. Und wenn ich das mache, kommt eine freundliche Meldung, die mir mitteilt, dass ich noch keine PIN habe. Woran liegt das? Nicht jeder, der sich da anmeldet, kriegt auch gleich eine PIN. Nur Mitglieder, die sich da anmelden, kriegen eine PIN. So, das wäre natürlich langweilig, wenn wir jetzt, wenn jetzt der Vortrag vorbei wäre. Deswegen schummel ich mal ein bisschen und sage, ich melde mich hier an, sage PIN zuweisen für Vortrag-Test, bestätige dies und nun haben wir eine PIN. So. Hier bin ich jetzt natürlich noch in der falschen Ansicht. I know your PIN. Ja, die ist fake und wird geändert. Ah. So, das ist nun die zugewiesene PIN für den Vortrag-Test. Und damit kann ich jetzt das PIN-Pad betätigen. Tatsächlich schon jetzt, das wird also automatisch synchronisiert und das jede Minute. Weiterhin gibt es eine neue sympathische Funktionalität, die es früher noch nicht gab. Und zwar die Tür via SSH öffnen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen, dass es das auch schon vorher gab, aber jetzt ist es automatisiert und Self-Service. Das heißt, jeder, der einen Account in der Benutzerdatenbank hat, kann auf diesen Link klicken und sieht zum einen die Anmeldedaten. Wir haben hier so ein Hostname eingerichtet auf einem bestimmten Port mit einem bestimmten User und die Keys. Und hier kann ich jetzt einfach einen SSH-Key einfügen. Wenn ich auf Hinzufügen klicke, wird der automatisch synchronisiert und ich kann mit meinem SSH-Key die Tür hier öffnen. Zum Beispiel über Smartphone oder über das Laptop, wenn ich kein Smartphone habe. Das ist ganz praktisch, wenn man die PIN vergisst oder es einfach über Smartphone machen möchte und sich die PIN gar nicht erst merken möchte. Okay, das dazu. Das Admin-Interface habt ihr ja schon kurz gesehen. Man hat da also die Möglichkeit, eine PIN zuzuweisen und auch eine PIN zu revoken, wenn jemand kein Mitglied mehr ist. Es gibt verschiedene Leute, die Zugriff auf das Admin-Interface haben. Das ist zum einen Alex, der auch Mitgliedsanträge bekommt, soweit ich mich recht erinnere, oder eben die anderen Mitglieder des Vorstands. Das steht aber auch auf der Seite, also wenn ihr Mitglied werdet und euch da anmeldet, dann steht da auch, wen ihr kontaktieren müsst, nachdem ihr den Mitgliedsantrag abgegeben habt, damit euch eine PIN eingerichtet werden kann. So, das alles wäre ja ein bisschen langweilig, wenn ich nicht auch ein bisschen Code zeigen würde. Und tatsächlich gibt es den Code für die Benutzerdatenbank auf GitHub, was hoffentlich auch irgendwann lädt mit unserer Internetverbindung hier. Möglicherweise hilft es. Schauen wir mal. Ja, das hilft. Hier scheint tot zu sein. So. Okay, also fangen wir so rum an. Der Code ist geschrieben in Perl. Das ist ein relativ simples Web-Frontend, was wir da haben. Und das Framework, was ich dafür verwendet habe, nennt sich Dancer. Das ist ein ganz wunderbares Web-Framework, was basiert auf Sinatra von den Gedanken her. Sinatra ist für diejenigen, die gerne in ihrer Freizeit Hipster-Brillen tragen, ein Ruby-Framework, welches quasi genau das Gleiche macht. Also es hat ein paar sehr kleine Statements und erlaubt es, in einer eigenen Sprache sehr schnell eine Web-Anwendung zu bauen. Und Dancer ist daran gedanklich angelegt.
angelehnt. Und wie man hier sieht, wenn ich das ein bisschen größer mache, genau, haben die hier so einfache Features und auch schöne Dokumentation. Das ist hier. Genau, und wenn ich hier auf Dancer gehe, dann komme ich auf die Seite des Moduls und da sind dann alle Direktiven erklärt. Genau, da sieht man, dass es hier so eine Handvoll Direktiven gibt und das war's auch schon. Okay, schauen wir mal kurz in den Code rein. Ich habe hier den Code, den man auch auf GitHub findet. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da eine Config-Datei, es gibt ein Debian-Directory mit Packaging, es gibt ein Environments-Folder, was ihr derzeit ignorieren könnt, und es gibt das Lib-Folder. Und in dem Lib-Folder ist der eigentliche Quelltext versteckt. Dann gibt es ein Logs-Folder, in dem, wie der Name schon sagt, Logs gespeichert werden, ein Makefile, was ihr ignorieren könnt. Es gibt ein Public-Folder, in dem sind Dinge drin, wie die 404-Fehlerseite, die 500er-Seite, Style-Sheets und so weiter. Dann gibt es ein Script zum Starten der Benutzerdatenbank, das ist auch nur dann interessant, wenn ihr sie gerade laufen lassen wollt. Es gibt ein Sessions-Directory und ein Test-Case-Directory. Und die Views. Ein View ist sozusagen ein HTML-Template oder ein Stück davon. Das komplette Template findet man in der Main. Das ist also ganz normales HTML mit ein paar extra Tags. Und die eigentlichen Views, zum Beispiel die Login-Seite, findet man hier. Das ist dann einfach so ein Stückchen HTML-Code, der dann in das eigentliche Template eingesetzt wird. So. Kurz noch, damit ihr das mal gesehen habt, zum eigentlichen Code. Wie man hier sieht, werden einfach ein paar Module eingebunden. Zum einen Dancer selbst, zum anderen das Plugin für Datenbankzugriff und ein Perl-Modul namens Crypt Sorted Hash. Das heißt, wenn es euch interessiert, wie eure Passwörter hier gespeichert sind, sie sind natürlich gehasht und zwar mit SHA-1. Der Hash ist nicht nur ein SHA-1-Hash, sondern der ist auch gesaltet. Das heißt, da wird zufällig eine Bytefolge ausgewählt. In unserem Fall sind das 4 Bytes. Mit diese 4 Bytes werden an den SHA-1 Digest angefügt sozusagen. Das heißt, das Passwort im Klartext wird durch den Digest gejagt und dann nochmal der Salt. Und das Ergebnis davon wird dann abgespeichert, zusammen mit dem Salt, in der Datenbank. Was ist Sinn und Zweck des Salts? Wenn ihr die Datenbank knacken würdet oder zufällig an einen MySQL-Dump campt oder sowas in der Art, also wenn irgendwie die Hashes an die Öffentlichkeit kämen, wäre es ja leicht, das einfach den Hash zu googeln. Und dann herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Zwischenzeitlich gibt es ja Rainbow Tables für alles Mögliche. Und Klartext zu passenden Hash-Zuordnungen gibt es für sehr viele Passwörter. Damit das nicht passiert, macht man ein Salt dazu. Und der einzige Zweck ist einfach, nochmal so diese Generation der Rainbow Tables ein Stückchen härter zu machen. Weil wenn dann nochmal 4 Bytes random ausgewählt dazukommen, müsste man ja auch für alle diese Kombinationen Rainbow Tables vorhalten. Und das ist signifikant komplexer, als nur die eine für ungesortete Hashes vorzuhalten. Das ist also derzeit so der Stand der Technik, was man macht, um Hashes sicher abzuspeichern. Das heißt, ihr braucht euch da eigentlich keine Gedanken zu machen, ob die Hashes an die Öffentlichkeit kommen. Wir versuchen es natürlich, das zu verhindern. Aber man weiß ja nie, was hier so passiert. Ich meine, im schlimmsten Fall geht jemand hinten ans Rack und nimmt die Box mit und liest die Festplatte aus, nicht wahr? Aber selbst dann haben sie nicht eure Passwörter und das ist gut so. So, dann definieren wir hier einen Hook. Mit diesem Hook wird erst gecheckt, ob der Benutzer eingeloggt ist und gecheckt, ob das ein Admin ist und ob der eine PIN hat. Und je nachdem wird in dem Template was anderes ausgegeben. Wenn er nicht eingeloggt ist oder wenn er kein Admin ist und auf eine Admin-URL zugreift, dann wird er erstmal weitergeleitet auf /benutzer.db, also auf die Startseite. Und die wiederum ist hier definiert mit diesem get/benutzer.db und dann eine Funktion. Und da wird gecheckt, ist er eingeloggt, wenn nicht, dann gibt es das Login-Template und wenn er eingeloggt ist, gibt es das Index-Template. Selbstverständlich sind also alle Sub-URLs auch nochmal gecheckt, ob man eingeloggt ist und das liegt nicht nur daran, wie man darauf zugreift. So, genau, dann gibt es hier das Login, das ist auch relativ einfach, da wird aus den Parametern, die übermittelt wurden, Username und Passwort geholt. Dann wird das Ganze mit der MySQL-Datenbank abgeglichen, das heißt, der Nutzer mit dem passenden Namen wird geholt. Das ist natürlich sicher gegen SQL-Injections, einfach weil hier Prepared Statements unter der Haube genutzt werden. Und sofern es dann diesen Eintrag nicht gibt oder die Hash-Validation fehlschlägt, dann gibt es hier eine Fehlermeldung. Ansonsten gilt man als Logged In. Und dann gibt es eben Händler für die PIN, für die SSH-Keys, für das Hinzufügen mit Validation, für das Entfernen und so weiter und so fort. Und alles in allem sind das weniger als 300 tatsächliche Zeilen und noch weniger Lines of Code tatsächlich. Das heißt, das ist relativ klein, das Projekt, und wenn einem da irgendwas einfällt,
was unglaublich wichtig wäre, dass wir es haben, könnte man das durchaus implementieren. Am besten vorher Rücksprache halten, ob das nicht schon irgendwie geplant ist oder ob man da aus Gründen was dagegen hat. Aber das ist ganz wichtig und gut, wenn andere Leute sich da auch ein bisschen beteiligen könnten oder möchten. So, genau, was möchte ich noch zeigen? Ach genau, das Datenbankschema. Ich mache das mal etwas größer, dass man das sieht. Es gibt hier eine, also es ist wie gesagt MySQL, aber das spielt keine Rolle. Es hätte irgendeine andere SQL-Datenbank auch sein können. Wir machen keine abgefahrenen Sachen. Es gibt hier eine Tabelle namens Nutzer. Die hat eine ID, die ist nicht weiter relevant, nur um es eindeutig zu halten. Es gibt ein Handle, das ist euer Nickname. Es gibt das Passwort, da wird der gesaltete Hash gespeichert. Und dann gibt es die PIN, die wird auf das PIN-Pad synchronisiert. Dann gibt es noch ein Realname und ein E-Mail-Feld. Das ist ausgefüllt für die Leute aus dem Vorstand, damit man eben diese nette Nachricht anzeigen kann. Bitte wende dich an Intel mit dieser E-Mail-Adresse zum Beispiel. Dann gibt es noch ein Credit-Feld, das ist für die Guthabensverwaltung, die später mal kommt mit Elsys Cashpoint. Wird aber vielleicht noch anders gemacht. Und dann gibt es eine Ansicht hier auf diese Tabelle, die nur Handle und Passwort abfragen kann. Das heißt nur Nickname und den gesalteten Hash. Und das ist deswegen wichtig, weil wir zwei Benutzer haben, die darauf Zugriff haben. Es gibt einen Benutzer mit den vollen Rechten, unter dem läuft die Benutzerdatenbank. Und es gibt einen anderen Nutzer, der hat weniger Rechte, der kann nur dieses Read-Only-Ding sehen. Und den kann man jetzt nutzen, um gegen die Benutzerdatenbank zu authentifizieren. Es gibt dann ein Apache-Modul, mit dem man gegen MySQL authentifizieren kann. Und das werden wir in Zukunft nutzen, um zum Beispiel für den Partkeeper von Felicitous die gleichen Benutzerdaten zu benutzen wie für die Benutzer-DB, damit ihr möglichst wenig Accounts habt und euch trotzdem überall im ROM-Site-Labor damit einloggen könnt. Dann gibt es noch eine Tabelle für die SSH-Public-Keys, weil die ein bisschen größer sind, das will man draus normalisieren. Und dann gibt es noch ein bisschen Kram, der derzeit nicht befüllt wird. Okay, den eigentlichen Code findet ihr auf GitHub. Da gibt es den Ordner Benutzer.db. In dem liegt das Webfrontend. Dann gibt es das Schema, damit ihr euch die Tabellen auch anlegen könnt. Dann gibt es ein Script, mit welchem die Public Keys auf die Firebox gesynkt werden für Türöffnen via SSH. Und es gibt ein Script, mit dem die Pins auf den Pinpack Controller gesynkt werden für Pinöffnen. Okay, ich würde sagen, das war's. Was für Fragen habt ihr? Bitte. Warum habt ihr bisher eine MySQL-Datenbank benutzt und nicht einfach eine LDAP-Datenbank? Der Hintergrund dahinter ist, dass natürlich es heutzutage für so ziemlich jeden Müll, den es auf im Netz gibt, irgendwie eine LDAP-Anbindung gibt zur Authentifizierung. Das heißt also, egal ob es jetzt Drupal ist oder ob es jetzt Wiki ist oder ob es jetzt sonst irgendwas gibt. Ja. War einfach aus Einfachheit, weil es halt bei Dancer bereits MySQL mit drin hat und LDAP nicht, oder? Zum einen das, also zum einen wäre es komplizierter, einen Frontend dafür zu machen, vermute ich. Zum anderen kenne ich mich mit LDAP gar nicht aus, es gibt andere Leute, die sich damit mehr auskennen, aber ich vermute, dass bei MySQL, wo du from scratch anfangen kannst, sagen kannst, okay, wir brauchen genau das, das, das und das, bauen wir zwar was, was so ein bisschen auch von LDAP erschlagen wird, aber LDAP hat halt viel mehr und wäre viel schwieriger, das auf unsere Anforderungen zu münzen, ist meine Vermutung. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich habe einen hohen Kontra für LDAP. Also Pro auf jeden Fall, du kannst wirklich alles anbinden. Ja? Du könntest zum Beispiel auch, also du hast ja vorhin gesagt, hast du zumindest mir gesagt, dass du da irgendwas am MySQL-Modul, ein paar MySQL gebaut hast, damit er dann authentifizieren kann. Das hättest du dir halt mit LDAP ersparen können. Ja, das ist richtig. Aber es war nicht so kompliziert. Also alles, was du jemals auf der Blackbox oder sonst irgendwie, was kriegst du halt damit authentifiziert, ohne Probleme. Das ist richtig, aber für die aktuelle Situation kein Argument mehr, weil wir das ja auch haben. Richtig. So, ja. Das Argument dagegen ist einfach, dass LDAP schon einen gewissen Memory Footprint braucht. Okay. Und ich weiß halt nicht, ob die Blackbox da nicht an die Grenze stoßen würde. Ich glaube, sie würde es packen. Aber sie würde es vielleicht packen, aber wenn, je nachdem halt, ja, wenn du dann ein paar Leute hast, die Partkeeper rumhandeln, wird es halt schon ein bisschen knapp. Ja. Weil Partkeeper ist, muss ich zugeben, nicht gerade Leichtgewicht, was Memory Usage angeht. Ja. Ich habe es noch nie gemessen, aber braucht halt schon ein bisschen. Okay, noch weitere Fragen? Ja, bitte. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du Handle definiert als maximal 32 Zeichen lang. Ja. Ist da einen speziellen Grund für diese Einschränkung? Ich glaube, wir wollten die Möglichkeit offenhalten, das später auch auf Mikrocontrollern zu verwenden. Zum Beispiel im Cashpoint, dass dir angezeigt wird, okay, du bist jetzt identifiziert als Benutzer so und so, acknowledge das nochmal. Und einfach weil auf Mikrocontrollern der Speicher sehr knapp ist, haben wir gedacht, 32 wäre eine sinnvolle Beschränkung. Also für einen potenziellen zukünftigen Spezial-Use-Case habt ihr jetzt gesagt, das ist jetzt Policy,
32 Zeichen mehr ist nicht erlaubt. Ja. Ich meine, im IRC sind, glaube ich, 9 Zeichen Nickname Length für die meisten IRC-Server. Und ich glaube, es macht auch Sinn. Ich habe beim Hardcover, glaube ich, auch 16 oder 32 Zeichen. Ja. Können sogar 64 sein, aber ich bin auch der Meinung, man sollte da gerade beim Username. Es macht sich keiner Nick mit 32 Zeichen. Ja, eben. Also das halte ich auch für ausreichend. Ich meine, was Schwachsinn ist, zugegebenermaßen, sind Passwortlängenbeschränkungen. Das haben wir auch ganz absichtlich nicht. Aber bei Benutzernamen, denke ich, kann man den Kompromiss machen, dass man sagt, okay, 32 Zeichen ist genug. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe. Du hattest da kurz den Source offen gehabt, die Stelle, wo du das Passwort prüfst. Ja. Das richtig gesehen hat. Holst du dir das Passwort aus der Datenbank? Ich hole mir den Hash aus der Datenbank, ja. Mit dem gesorteten. Ich hole mir den gesorteten Hash aus der Datenbank und lasse dann die Validierungsfunktion dieses Moduls laufen. Und die macht nichts weiter, als den Salt zu extrahieren aus dem gesorteten Hash und das neu eingegebene Klartext-Passwort damit durch SHA-1 zu jagen und dann zu vergleichen, ob die SHA-1-Summe aus dem gespeicherten übereinstimmt. Hm. Du hattest 2 Zeilen darüber, eine Zeile, die anfängt mit Debug. Ich vermute mal, das ist eine Debug-Ausgabe oder ein Logging, wo du das Klartext-Passwort drin hast. Tatsächlich? Das würde ich nicht machen. Schauen wir mal nach. Login. Ja, tatsächlich. Das läuft aber nirgendwo hin. Also das verschwindet auf Standard-Out und das ist umgelegt nach Dev 0. Und Debug wird in unserem Modus auch gar nicht generiert, weil wir im Produktivmodus fahren. Aber ja, ich sehe deinen Punkt. Ja, ich kann das mal entfernen. Gefixt! Okay, nee, das mache ich später. Das war eigentlich mein Einwand heute in der IRC gesehen, wegen Antwort ändern. Ja, habe ich gesehen. Das ist wahrscheinlich auch geantwortet. Ich habe die Antwort vergessen. Ja, wird eingebaut. Ja, weil das ist super. Weil ja, stimmt, genau, wir hatten es ja da. Genau. Weil ich meine unsehenden Passwörter nicht mehr ausmessen will. Ja. Okay, noch weitere Fragen bitte? Stimmt, was ich nochmal fragen wollte, weil im Moment läuft es auf der Blackbox. Ja. Ist irgendwas angedacht, das irgendwie auch größer zu skalieren, so sprich Wiki-Benutzer? Ja, Wiki-Benutzer ist schwierig. Das weiß Jakob sicher auch, dass man da, ich glaube, entweder alles oder gar nichts fahren kann, richtig? Entweder du sagst, der Apache macht das Out-Handling, dann hast du aber keine Leute mehr, die sich von externen Account klicken können, sondern alle müssten über die Benutzer-DB und dann müssten wir das migrieren. Und das ist MediaWiki ist da ziemlich gammelig, was das angeht, von mehreren Quellen User-Daten einzuziehen. Okay. Das wäre zwar mit, sagen wir mal, kleiner als 200 Zeilen PHP-Code getan, eine passende Extension zu schreiben, aber das ist halt wieder Aufwand. Ja. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, also das habe ich mir auch überlegt und es wäre schön, aber ich glaube, so im aktuellen Zustand ist das einfach nicht drin. Viel mehr möglich wäre es wahrscheinlich eher für die Website, für die Zugangsdaten, also CWCRM und Blog. Aber das müsste man mal schauen. Ich meine, da ist halt auch wieder so der Schritt in Richtung LDAP, da könntest du sowas machen. Ohne Probleme. Aber mit LDAP kriegst du unsere MediaWiki-Situation auch nicht besser hin. Doch, weil, durchaus. Wenn du einen User anlegst, wird er um LDAP angelegt. Du machst einfach in dem Falle einfach Flag, ist in der Benutzer-DB, weil du kannst ja in einem LDAP quasi beliebig viele Attribute an ein Objekt hängen. Ja. Das heißt, du kannst da auch dann die PIN reinfahren, kannst sagen, ob es ein Benutzer ist oder nicht vom Raum-Zeitlab. Das würde zum Beispiel gehen. Ja, aber dann einfache Schemaerweiterung halt. Das sauber abzubilden ist aber nicht so ganz trivial, zumal du LDAP nicht arbiträre Attribute abgeben kannst. Das ist keine SQL-Datenbank. Ja, aber machst du eine Objektklasse? Ja, du kannst doch letztendlich kannst du ja eine einfache Schemaerweiterung machen mit der Vererbung, dass du halt einen Standard-User hast und dann das Schema einfach weiter, also runterweiterst. Das ist ja schon halt mehr so unsauber, also das ist halt echt nicht hübsch. Ja. Dafür ist LDAP eigentlich überhaupt da, dass du halt genau diese Schemaerweiterung mit Vererbung machen kannst. Ja, da musst du dir aber erst eine OID zuweisen lassen, Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Das Problem ist halt, also ganz egal, ob du sagst, okay, die MediaWiki-Benutzer werden es auch im LDAP angelegt oder ob du sagst, die werden auch in der Benutzer-DB angelegt, damit würdest du die Wiki-Datenbank zur autoritativen Datenbank erheben. Ja, zumindest im jetzigen Zustand. Dann wären alle unsere Benutzer-Datenbank-Einträge wertlos. Das will ich nicht. Ja, das ist schon klar. Also das müsste irgendwie in zwei Wege funktionieren und das gibt MediaWiki halt nicht her. Ganz egal, ob du das gegen LDAP oder gegen die Benutzer-DB fährst. Ja. Also was den meisten Webdiensten oder sonstigen Diensten einfach fehlt, ist, Benutzerdaten aus mehreren Quellen ziehen zu können. Ja. Das ist einfach was, weil die meisten Leute kommen halt von ihrer
eine User-Kiste zu Hause, schreiben da ihre Software und dann kippst du das ins Netz und dann der Rest darf dran krepieren. Also ja. Ganz, ganz großartig Kacke ist da WordPress übrigens. Da gibt es aber einen schönen Plugins für. Der hat vor allen Dingen, die haben das richtig geil, die speichern, sind in der Lage, Passwörter zu speichern in einem Portable-Hash-Format. Portable heißt da, Achtung, dass es zwischen unterschiedlichen WordPress-Versionen portabel ist. Ansonsten ist die Hash-Funktion proprietär. Ja. Ah, okay. Okay, noch weitere Fragen? Ja, bitte. Bei dem Türöffnen via Sage, ist es da so, dass man sich einfach anmeldet und dann geht's auf? Oder? Du meldest dich da an und wenn du nichts weiter angibst, wird ein Programm gestartet, welches dich fragt, möchtest du gerade auf- oder zumachen? Und dann gibst du deinen Befehl an und das war's. Oder du hast die Möglichkeit, dieses Programm direkt mit einem Argument aufzurufen, wenn du also bei SSH einen non-interaktiven Command angibst. Und dann kannst du direkt öffnen oder direkt schließen und dir dafür einen Shortcut anlegen. Okay, noch mehr Fragen? Keine, alles klar, dann vielen Dank.